Liebe Freunde, ich bin hier bei Dirk Kräuter, dem erfolgreichsten Verkaufstrainer Europas mit großem Abstand. Und wir sind jetzt hier beim zweiten Teil unseres Interviews. Ich freue mich sehr. Dirk hat mich eingeladen, hat mir hier sein fantastisches Büro gezeigt. Du schaust über Bochum. Es ist so ein Gefühl, als wenn du fliegen würdest. Und da habe ich die besten Ideen. Das hier ist einfach fantastisch. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Büro und auch zu deinem Erfolg, lieber Dirk. Und Dirk hat sich bereit erklärt, ein paar Fragen zu beantworten, wie er das mit dem Geld macht. Und ich finde das spannend, seit ich finanziell frei bin, habe ich immer Menschen, denen es finanziell wirklich gut geht, habe ich die immer gefragt, sag mal, wie machst du das? Und so ist das, was ich als Lehren habe, im Grunde genommen ja, eine Zusammenfassung von dem, was all die anderen Reichen machen. Ist also, wenn Sie so wollen, wissenschaftlich, empirisch belegt, weil die das alle so machen. Fragen wir den Dirk. Lieber Dirk, hast du eine Sparquote? Also nee. Sparst du eine bestimmte Quote oder haust du alles raus? Weder noch. Also ich hau nicht alles raus, aber ich habe auch nicht diese klassische Regel, dass von jedem Monat, was reinkommt, x Prozent gespart wird. Das mache ich anders. Das Einkommen ist bei mir sehr unterschiedlich. Das hat immer Wellen. Ne? Also jetzt haben wir, Zeitpunkt der Aufnahme ist August. Das ist ein ganz ruhiger Monat bei uns. Ja. Juli, August sind ruhige Monate. Wenn ich jetzt hingehen würde und sage, ich will jetzt x sparen, das würde mir gerade schwerfallen. Andersrum gibt es aber Monate wie September, November, März, die extrem stark sind. Und von diesen extrem starken, da packe ich immer was weg. Also immer, wenn eine größere Summe auf mein Konto schwappt, dann nehme ich von der größeren Summe und packe davon was zur Seite. Dann hast du mal geguckt, wie viel das in Prozenten ungefähr ist von deinem Jahresverdienst, was du dann weglegst. Nicht, weil ich dich jetzt damit quälen will, sondern einfach, weil ich immer den Leuten sage, du brauchst eine bestimmte Sparquote. Jetzt sagst du, ich habe die aber nicht, aber es funktioniert ja für dich trotzdem. Was würdest du einfach mal tippen von einer Million, die reinkommt im Jahr, wie viel bleibt übrig? 10% sicher, aber ich rechne es noch anders. Hm. Das eine ist Cash, das eine ist wirklich Euro. Ja. Das andere ist aber, ich investiere sehr viel Geld wieder in meine Marke, in meine Company, in Technik, in Reichweite und so weiter. Und das sind Assets, die du auch zu Geld machen kannst. Oh ja, ist ja brutal ja? wertvoll geworden. Also jetzt kann man einmal sagen, meine Datenbank ist so groß, wenn ich die verkaufen wollte irgendwann mal, ist die viel, viel, viel Geld wert. Das ist jetzt ein Asset an der Stelle. Oder ich gucke mir mal einfach unsere Büro- und Geschäftsausstattung an. Ich habe dort hochwertige Möbel auch. Also an der Stelle wird auch nicht gespart, weil ich einfach festgestellt habe, als ich IKEA-Möbel hatte, habe ich zwei Umzüge gemacht und dann konntest du die Sachen verschenken. Ich habe von Anfang an, vor 15 Jahren angefangen, wirklich hochwertige Büromöbel zu kaufen. Und die haben wir heute noch. Die sind zeitlos, das ist Designerware, das können wir immer wieder ergänzen. Das heißt, auch das ist eine Investition. Wenn ich die verkaufe, kriege ich immer noch extrem viel davon. Also ich stecke das Geld nicht nur auf meine Sparkonten, sondern ich investiere auch viel von dem Geld in die Weiterentwicklung. Das ist ja eine Form von Investieren, selbstverständlich. Ich kann ja immer nur am Ende des Tages in die Firma anderer Menschen investieren oder in die eigene Firma. Ja. In der eigenen Firma kenne ich mich am besten aus. Und wenn ich in die Firmen anderer investiere, man nennt das Aktien, dann sollten das Aktien sein, die ich kenne, Firmen, ja, die ich kenne. Ja. Und deswegen bin ich da ganz bei dir. Lass mich eine Sache kurz ergänzen. Bitte. Ich habe einen externen Mentee. Das ist der einzige, den ich habe. So, sonst mache ich das auch nicht mehr. Und der hat ein Start-up gegründet vor 2 Jahren und investiert viel Zeit, viel Energie in dieses Startup. Und jetzt sagt er so, Dirk, ich will jetzt 40.000 Euro sparen, hast du einen Tipp, welchen Fonds ich nehmen soll? Ja. Und da habe ich gesagt, bitte steck das Geld nicht in einen Fonds, sondern du bist 2 Jahre am Markt,
Du bist Marktführer, aber du dominierst den Markt noch nicht. Deswegen nimm die 40.000, investiere in IT-Infrastruktur, investiere das Geld ins Marketing, in neue Leute und leg den Hebel nach vorne. Dein Unternehmen kennst du am besten. Dominiere den Markt, bau den Abstand zum zweiten aus und dann kannst du in 3 Jahren, in 4 Jahren, kannst du jeden Monat 100.000 an die Seite packen. Aber jetzt, nein, nicht in irgendwelche Fonds, jetzt in dein eigenes Business. Das war mein Ratschlag. Wenn der die 40.000 in Fonds steckt, kann er sie vielleicht in 7 Jahren verdoppeln. Hat er 80.000. Wenn er die Nummer 1 im Markt wird, würde den Wert seiner Firma vervielfachen. Ja. Ja. Wenn man so fährt, dann sagt dein Freund von mir noch, dann muss er aber auch Rücklagen in der Firma halten. Das ist dann schon ein bisschen Cash-Reserve, ist dann wichtig. Nächste ganz spannende Frage. Du bist jemand, der wirklich viel verdient. Ich spreche mit vielen Leuten. Es gibt eine Menge Show im Markt, besonders bei Trainern, bei Experten. Am Ende des Tages gibt es vielleicht in Deutschland, in Europa 5 bis 10, die siebenstellig und dann auch ordentlich siebenstellig verdienen. Du bist einer von denen. Was ist dein Tipp? Wie erreicht man ein hohes Einkommen? Als Selbstständiger oder als Angestellter? Naja, als Angestellter ist es ein bisschen schwierig. Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig, wenn ich siebenstellig verdienen will oder überhaupt hoch, dann muss ich schon meine Leidenschaft zu einem Unternehmen machen. Aber unsere Kollegen sind ja alle Unternehmer. Und trotzdem haben die allerwenigsten ein Gehalt, ein Einkommen, von dem sie gut leben können. Dir geht es bombastisch gut. Was machst du anders? Der wichtigste Tipp, und das ist ein Augenöffner, dieser Tipp. Es muss skalierbar sein. Das ist das Allentscheidende. Kannst du das erklären? Genau. Ich habe früher Zeit gegen Geld getauscht. Ich habe früher diese Ego-Nummer gemacht, die alle Trainer machen, die sich unglaublich darüber freuen, dass sie für einen Vortrag oder für ein Seminar 5.000 Euro bekommen. 8.000 Euro, 10.000 Euro. Ich habe auch schon mal über 20 bekommen. Das ist toll. Fürs Ego ist das der Wahnsinn. Du hast 2 mal 90 Minuten und schickst eine Rechnung über 20.000 Euro. Ja! Und jeder, der das so stolz erzählt, und ich habe das Jahre stolz erzählt, wie mein Tagessatz ist, jeder, der das so stolz erzählt, den belächle ich im Moment. Weil ich habe es auch erst vor 2 Jahren wirklich gelernt. Wenn ich für 20.000 Euro diesen Tag verkaufe, dann tausche ich diesen Tag gegen 20.000 Euro. Sensationell. Für die meisten Normalverdiener Wahnsinn. In einem offenen Seminar tausche ich aber diesen Tag gegen 100, 200, 300.000 Euro. Und es ist nach oben nicht limitiert, weil es ist für mich und auch für die Teilnehmer wurscht, ob dort 100 sitzen, 500 sitzen oder 1.000 sitzen, die das Seminar machen. Ich passe dann die Organisation und auch das Format auf die Teilnehmerzahl an. Aber es ist skalierbar. Das Gleiche, was skalierbar ist, ist zum Beispiel das Wissen. Bücher kannst du hochskalieren. Ja, du schreibst einmal ein Buch, du hast einmal, was weiß ich, 3 Wochen Zeit rein investiert, um das Buch zu schreiben. Und jetzt wird das Buch die nächsten 10 Jahre verkauft. Oder ein Online-Kurs. Du erstellst einmal einen Online-Kurs. Du bist eine Woche, 4 Wochen im Studio und packst all dein Wissen in diesen Online-Kurs rein. Der muss bearbeitet werden. Aber jetzt verkaufst du den 1000-fach. Das ist skalierbar. Und die meisten meiner Kollegen, ob Coaches, ob Trainer, ob Vortragsredner, tauschen immer noch ihre Zeit gegen Geld. Und das ist ein Denkfehler. Und da steht oft das Ego im Weg, nämlich das Ego, was sagt, ja, ich bekomme pro Tag das. Es gibt viele, zum Beispiel im Online-Marketing, in dieser Szene, die viele Millionen verdienen, weil sie jeden Monat ein neues Produkt produzieren und das anschließend 1000-fach verkaufen. Und die tauschen nicht
Zeit gegen Geld, sondern die tauschen ihr Wissen, ihr Know-how an der Stelle gegen Geld. Und das ist skalierbar dann. Super. Mein zweiter Coach, Milliardär, Daniel Espeña, hat immer gesagt, wie oft wirst du für deine Zeit bezahlt? Machte für mich keinen Sinn. Ich habe es am Anfang nicht begriffen. Mhm. Ich war jung. Ja. Wie oft für meine Zeit? Ja, wie oft? Du investierst Zeit, na klar. Aber wie oft wirst du dafür bezahlt? Wenn du die Frage immer weiter gehst, ja, dann kommt man dahin, wo du bist. Dann hast du so eine Wertschöpfungskette. Das hört bei dir ja nicht auf im Seminar. Mhm. Dann geht es ja weiter und weiter und weiter. Und das ist einfach ein fantastisches Vorbild. Mhm. Sehr, sehr schön. Aber wichtig ist, ich habe über 20 Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Und das aber ist ja wer nicht dir jetzt zuhört, uns jetzt hier zuhört und dich reden hört, der kann es vielleicht so verstehen. Weil wenn das einmal aus dem Kopf raus ist ins Herz, ins Gefühl, man das richtig fühlt, wie weise das ist ja im Grunde genommen, ja, das ist der Startschuss zu allem. Ja. Das ist die ultimative Weisheit zum hohen Einkommen. Wer das einmal richtig fühlt, ja, der muss es nur noch tun. Also du musst bei jedem Geschäftsmodell, Produkt, Dienstleistung immer wieder hinterfragen, ist es skalierbar? Wenn es nicht skalierbar ist, kannst du es vergessen. Das ist scheiße. Dirk, dir geht's gut? Die Frage muss ich stellen, weil sie immer wieder von Menschen gestellt wird, die sagen, du bist so reich, warum arbeitest du eigentlich noch? Ja. Jetzt haben wir uns eben unterhalten, wie oft du arbeitest, sagst du, ist mein Hobby, ich arbeite, eigentlich macht mir Spaß, man sieht es dir auch an. Dazu kommt, dass du sehr viel Energie hast, das ist natürlich klasse, aber sehr viel Leidenschaft. Aber warum zum Teufel arbeitest du noch? Ich frage das jetzt so, als würde ich es nicht verstehen, aber verstehe ich es genau, aber ich will es von dir wissen. Also erstens, es ist meine Leidenschaft. Zweitens, es gibt meinem Leben auch einen Sinn. Drittens, ich habe vielen Menschen, denen ich in ihrem Leben helfen kann. Ich bekomme unglaublich viel Feedback von Menschen, die sagen, ich höre jeden Tag den Podcast, ich gucke deine Videos, ich bin auf den Seminaren. Wir hatten hier am Wochenende in Bochum so eine Art Stadtfest. Und ich war mit meiner Frau da unterwegs, Sonntagnachmittag, schönes Wetter. Und eine Frau hat mich angesprochen und sagt, Sie sind doch der Herr Kräuter, ja? Ah, ich muss mich mal bei Ihnen bedanken. Wir waren bei Ihnen in Dortmund bei der Vertriebsoffensive. Das waren zwei so lebensverändernde Tage. Also ich wollte mich einfach bei Ihnen bedanken. Und da geht mein Herz auf. Natürlich, Anerkennung ist was, wo wir alle von zehren. Jeder strebt nach Anerkennung auch. Und das ist auch etwas, warum ich das mache. Weil ich das Feedback von anderen bekomme, die sagen, das ist super, was du machst. Vielen Dank, dass du uns daran teilhaben lässt. Ich kann das also ganz genauso auch für mich empfinden. Wunderschön. Und ich glaube, wenn das mehr Menschen leben würden, hätten wir auch eine andere Welt. Mhm. Weil wenn wir etwas gut machen, weil wir es gerne machen, weil es Sinn bringt, weil es Nutzen bringt, weil es wirklich hilft, ja, dann verändern wir die Welt. Und jetzt mal eine kritische Bemerkung. Ich habe immer Angst vor denen, die die Welt verändern wollen. Aber die Menschen, die sich verändern wollen, ihr Umfeld, ihren Job mit Leidenschaft tun, das sind die, die die Welt wirklich verändern, weil sie anderen helfen.